ich muss schon sagen, die Tour ist dann doch von Tag zu Tag besser geworden. Also Sturm war schon wirklich ein guter Auftritt. Also ich war auch von Auster Wien überhaupt nicht enttäuscht. Das war echt in Ordnung. Sturm natürlich noch geringere Anreise, nur eine Stunde Anreise, dazu am Samstag gespielt. Ja, und Rapid hatte quasi gar keine Anreise. Die haben nämlich in Wien selber gespielt. Die haben den SR Donaufeld zugelost bekommen. Einer der ältesten Vereine, sagt Wikipedia, in Wien. Mir hat es noch nichts gesagt. Die haben in den letzten Jahren wohl häufiger mal so Testspiele gehabt. Von daher kannte man den Verein. Und der SR Donaufeld wusste wahrscheinlich auch, was auf ihn erwartet, wenn man gegen SK Rapid spielt. Und dementsprechend sind sie entgegen der österreichischen Tradition umgezogen. Sie haben eben nicht auf dem eigenen Sportplatz gespielt, sondern sich das Ding vom Wiener Sportclub zugelegt. Rapid hat diesem Wochenende echt nochmal die Krone aufgesetzt. Also bombastisch. Als die da angefangen haben, die Mannschaft reinkam, sich zur Kurve geklatscht hat, das hat richtig Bock gemacht. Es war zu Beginn und natürlich die Rapid-Viertelstunde mit Abstand die beste Zeit. Also Rapid-Viertelstunde wurde auch nochmal genutzt, um gut einzuheizen. Es waren auch die lautesten Phasen. Aber durchgehend hat es wirklich Spaß gemacht, da dem Ganzen zu lauschen und das zu beobachten, das Geschehen auf dem Platz. Das gleiche Spiel wie die anderen beiden Spiele jeweils sind mit 7 Toren geendet, also auch wieder ein 7:0.